Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin's wieder, euer Lemmingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichst willkommen zu einer weiteren Runde Champions of Mordor. Die Oberherren kämpfen heute wieder und ja, wir befinden uns wieder in Zeregos, da wo ich mehr oder weniger meine ganzen Leichen hin verfrachte. Und heute gucken wir mal wieder, was Muck Spinnenbrut heute mal wieder auf dem Kasten hat und mal schauen, ob er heute mal ein bisschen mehr deliver't, ne? So. Ne, was haben wir denn da? Interessant aus. Was sind das? Ich kenne Tricks, die du noch nie gesehen hast. Digga, der ist tot. Das ist der übelste Trick. Muck Spinnenbrut. Ich finde es so genial, dass es einfach mal solche gibt, ey. So ein fetter Wilder. Sowas, finde ich, sieht man auch nicht alle Tage. So ein fetter Wilder. Muck ist am Ausflippen. Ja, und die anderen um ihn herum sterben alle an Krätze, ne? Alter! Ich glaube, der hat auch sogar einer vom Bestienstamm. Ungewöhnliche Rüstung für einen vom Bestienstamm, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Oh, und? Body Slam, aber ich glaube, das geht an Muck. Ich glaube, das geht an Muck. Komm, Muck, gib ihm, gib einen Finisher. Oh. Obwohl Muck jetzt ein bisschen, habe ich so das Gefühl, er macht jetzt gerade relativ Chilly Willy, ne? Muck machen! Oh, das wird nochmal knapp, das wird nochmal richtig eng, was? Ushak, die Höhlenratte, wurde vergiftet. Und zack, Muck hat's geschafft. Guck mal, wie er sich in der nächsten Runde, dritte Runde für ihn sogar schon, anstellt. So, was haben wir denn da? Cool, cooler Helm. Du hast dir schon einen Grab geschaufelt. Klingen meistens schlechter. Okay. Mach's Maul zu, es zieht. Ja, da hätte ich nicht viel zu sagen, der Kerl. Außer, dass dem seine scheiß Rübe von ein bisschen Dreck zusammengehalten wird. Benommen. So schnell. Oh, der ist gegen Gift nicht immun. Alter, der hat ihm viel den Kopf abgeschlagen. Ich glaub, es geht los. Alter Schwede. Und das ist natürlich jetzt hier der riesige Vorteil, die riesige Möglichkeit für Muck, heute nochmal richtig zu deliveren, weil nämlich seine Bogenschützen sind auch alle mit Gift ausgestattet. Und dieser kleine Klingenmeister hier, der steht da nur schön rum. Und Muck nutzt das schamlos aus, schamlos, aber richtig schamlos. Der tut mir fast schon ein bisschen leid, der Klingenmeister hier. Aber am anderen denke ich mir so, ist cool. Haha! Oh yeah, danced richtig. Na komm, gib ihm! Boah, hier, der wird richtig durchlöchert. Komm, Muck, da machst du doch heute nochmal ein Dings, ein richtig schönes. Der hat nochmal so ein kurzes Aufbäumen, aber er kommt einfach nicht. Er hat Angst vor Gift. Er ist kränklich. Komm, Muck, wir brauchen jetzt hier nochmal einen geilen Finisher. Komm schon! Ein richtig geilen Finisher. Oh ne, das. Ja. Kotzt sich gerade die Seele aus dem Leib. Wow. Also hier, es wird langsam ernst um unseren lieben Muck. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alles klar, was haben wir da? Auch ein Untote. Schön. Schmerzensfreund. Ah ja. Auch so ein BDSM-Sklave hier. So, gucken wir mal. Beide sind legendär. Der eine ist, hat so wie ich das sehe, verflucht und der andere ist einfach nur giftig. Ein scheiß kleiner Giftfresh hier. Zack! Ach du Scheiße! Ich habe gerade gedacht, der eine fliegt nochmal richtig durch die Gegend. Okay, aber der scheint auch dickhäutig zu sein hier, der Schmerzensfreund. Naja, mit was für einer Peitsche die auf den Aufschnitt reinschlagen, damit der hier so seine Spielchen hier praktizieren kann, will ich nicht wissen, ey. Leck mich am Emel, ey. Jetzt sind es nur noch die zwei und der hier, der Schmerzensfreund, der gibt dem aber richtig nochmal hier eine richtige Respektschelle hier. Bam, aber Wahnsinn hier. Schnelle Reihe von Bomben gibt der auch raus hier. Nochmal hier, der gibt gerne in die Fresse hier. Bam. Da kommt schon Muck.
Du hast nicht mehr weit. Ich glaube, das ist sogar sein letzter Kampf, gell? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es sogar sein letzter Kampf ist. Der muss diesen Kampf gewinnen und dann hat er tatsächlich auch, finde ich persönlich, sich auch irgendwo das Recht verdient, weiterzuleben. Aber ich glaube, das schafft er nicht. Das packt er niemals. Noch ein Schlag und jetzt ist Ende im Gelände. Muck Spinnbrut ist raus, Leute. Kurz vorm Ziel gescheitert, meine Lieben. So, jetzt haben wir Mutsu Schwarzton in den Kampf geschickt. Guck mal, gegen wen er kämpfen muss. Pass bloß auf. Der ist schlechter und ist ein Berserker, okay? Wir haben hier einen Kommandanten. Einen Untoten, natürlich, was auch sonst. Ich bin jetzt mal echt gespannt hier, aber der scheint nicht gegen Flüche gefeilt zu sein. So wie unser lieber Mutsu. Aber hier, Alter, der schlägt dem hier ein paar in die Fretze. Auch wenn ich finde, dass Mutsu natürlich ein bisschen more special ist wie der. Alter, aber der ist gut, der Grosch. Also ich kann wirklich verstehen, warum das hier ein Oberherr ist. Ich meine, manche... Ja, gut. Ne? Das ist scheiße. Oha! Er nimmt ihn auseinander und er hat ihm den Kopf abgehackt. Ey. Ach du meine Fresse. Und der guckt so, hey. Ach du Kacke. Na gut, okay. Alles klar, weiter geht's. So, was haben wir hier Feines? Ich denke, mein Kommandant, ne? Das sehen wir ja gleich. Der Teuflische, okay. Und gegen einen von uns, nämlich Shaq den Bluter. Man kennt ihn, man liebt ihn. Er war einmal unser Oberherr. Jetzt ist er es wieder und muss sich hier beweisen und sich tatsächlich sein Recht darauf verdienen, auch ein Untoter bei uns hier bleiben zu dürfen. Das heißt, 5 Matches und dann behalte ich den auch. Bis ich dann irgendwann mal Bock habe, den wieder in die Kampfgruppen zu schicken. Aber ich glaube, wenn ein Uruk schon so viele Kämpfe dann auch besiegt, also schon gewinnt, dann ist er schon... Dann glaube ich, das nicht so einfach sein, da einen Uruk zu finden, der das nicht schafft. Oh, Alter, der kotzt sich aus. Guck dir das mal an, der kränkelt. Und der andere, dem macht das Feuer gar nicht so richtig aus. Okay, das ist ein Riesenvorteil. Beide haben also... Unserer, der Shaq, der ist natürlich nicht gegen Feuer gefeilt. Natürlich nicht, ist ein Untote. Der Uckbuck scheint aber ganz gut was gegen Gift zu haben, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch wenn ich sagen muss, oha, für Uckbuck läuft sie gerade nicht so gut. Also es hat schon einen Grund, warum ich damals Shaq als meinen Oberherrn eingesetzt habe. Es hat schon einen Grund gehabt. Naja gut, er wurde dann natürlich auch in einem fairen Duell dann auch besiegt. Aber naja. Und er gibt ihm. Zack. Und ich denke, mit diesem Sieg können wir heute auch getrost aufhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da.